Willkommen zurück hier bei Black Sails, das Geisterschiff. Und wir haben beim letzten Mal von dem Lex erfahren, dass wir uns irgendwie darum kümmern sollten, dass wir erfahren, wo das Schiff ist. Ich habe nur, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie wir das machen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob wir hier schon alles angeguckt haben. Der Besitzer war vielseitig interessiert. Romane, Flora und Fauna der Südsee, Musik. Okay, aber ich glaube, das hatten wir schon. Hier lag eine Tagebuchseite, die hatten wir auch schon. Ob der Bewohner dieses Zimmers diese Tiere erlegt hat? Hier hängt ein kleiner Zettel dran. Oh. Auf dem Zettel steht etwas. Okay. Ach, super. Koordinatenzettel. Da steht, geschossen bei Längengrad 26, Breitengrad 38. Jetzt sag nicht, dass wir hier nochmal alles anklicken müssen, weil hier überall Zettel versteckt sein können. Ein gut gearbeiteter, massiver Schrank. Der Besitzer war wohl besorgt, dass jemand diesen Schrank öffnet. Er ist durch ein völlig verrostetes Zahlenschloss gesichert. Okay, die Gitarre hatten wir schon, das weiß ich auf jeden Fall noch. Das muss das Gebiss eines Hais sein. Sieht ziemlich furchteinflößend aus. Aber auch kein Zettel. Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt wird. Diese Trophäen scheinen von verschiedenen Orten zu kommen, die das Schiff angesteuert hat. Und hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Ja, ich wüsste jetzt gerne, wie viele Zettel wir insgesamt finden müssen. Da steht, erstanden bei Längengrad 27,25, Breitengrad 38,75. Okay, ich gehe jetzt einfach nochmal alles ab. Ein Setzkasten mit allerlei Insekten und Schmetterlingen. Da unten war gerade noch. Achso, das ist die Tagebuchseite. Der Besitzer war vielseitig interessiert. Okay. Romane, Flora und Fauna der Südsee, Musik. Solche Schmetterlinge findet man bestimmt nur an sehr exotischen Plätzen. Wo diese wohl herstammen? Hier hängt ein kleiner Zettel dran. Auf dem Zettel steht etwas. Ach, also überall, wo Souvenir dran steht, könnten diese Zettel sein. Gut, was ist damit? Hier ist gar nichts. Noch irgendwas? Souvenir, Kleiderschrank, Souvenir, Totemmaske, Bücher. Ach, da ist die Tagebuchseite. Okay, Kerze, Kerze. Oder reichen drei Zettel? Ich habe keine Ahnung. Da steht, gefunden bei Längengrad 31, Breitengrad 39. Also ich meine, mehr Souvenirs gibt es nicht und das hier können wir nicht angucken. Sie scheinen von Hand gemacht zu sein. Auf ihnen sind spielende Kinder zu sehen. Mich irritiert das aber so ein bisschen, dass man hier beide Reihen vom Bücherregal angucken kann. Es ist so... Der Besitzer war vielseitig interessiert. Okay. Romane, Flora und Fauna der Südsee, Musik. Warum kann man beide Regale getrennt angucken? Bücher, 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 Bücher. Der Besitzer war vielseitig interessiert. Ja, es reicht. Romane, Flora und Fauna der Südsee, Musik. Das muss das Gebiss eines Hais sein. Sieht ziemlich furchteinflößend aus. Oder ist vielleicht hier hinter dem Schrank gerade noch was und die Kamera ist so... Na, egal. Überall Patina und Feuchtigkeit. Das Glas ist so verkratzt und verschmutzt, dass es undurchsichtig ist. Gut, ich möchte jetzt hier auch nicht eine Folge damit verbringen, nach irgendwelchen Zetteln zu suchen, wenn es vielleicht schon reicht, dass wir drei Stück haben. Ich weiß es nicht. So, was wollte ich denn machen? Das habe ich in der letzten Folge noch... Da habe ich das noch gedacht. Ich weiß es. Bitte hochgehen, Anna. Wir haben nämlich jetzt einen Dietrich und können mal versuchen, die ganzen verschlossenen Türen oder allgemein Schlösser zu öffnen. Ich habe das Schloss des Kartentisches geknackt. Oh, eine Seekarte. Die könnte noch hilfreich werden. Und da klebt auch ein Notizzettel auf der Karte. Ach, sehr schön. Oh nein. Der Notizzettel hat so fest an der Karte geklebt, dass nichts mehr von ihm übrig ist, was von Nutzen wäre. Halt! Auf der Karte ist ein Abdruck des Zettels entstanden. Auf der Karte ist ein Abdruck des Zettels entstanden?
Es sieht aus, als hätten auf dem Zettel Koordinaten gestanden. Sie stehen nun spiegelverkehrt und verwaschen auf der Karte und sind daher kaum zu lesen. Okay, gut, dass du gesagt hast, spiegelverkehrt. Sehr gut. In der Spiegelung des Bilderrahmens kann man den Abdruck des Zettels entziffern. Es ist eine Koordinate. 25. Längen- und 37. Breitengrad. Also haben wir bis jetzt insgesamt 4 Zettel, wenn wir den noch dazu nehmen. Okay, wir haben ein Routenbuch. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Wenn ich nun Hinweise darauf hätte, wo das Schiff schon überall war, dann könnte ich mit Hilfe der Seekarte die 5 Orte bestimmen. Ja, okay, das ist soweit klar, dann brauchen wir das nachher. Dann, hier war doch gerade noch was. Ach, das ist die Seekarte? Die Karte klebt am Tisch fest. Sie würde nur kaputt gehen beim Versuch, sie mitzunehmen. Ach so. Ich kann die Karte aber auch hier nutzen. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Aber wieso? Ich habe doch die Längen und Breitengrade, die habe ich doch. Kann ich die einfach so hier irgendwie kombinieren? Ich sollte zuerst zusehen, dass ich alle 5 Koordinaten finde, bevor ich sie auf der Karte eintrage. Alle 5? Das heißt, es fehlen noch welche? Okay. Sextant. Ich habe schon einmal gesehen, wie das funktioniert. Tja, ich würde sagen, uns fehlt noch ein Zettel. Mist. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Aber kann ich nicht mit den anderen schon mal anfangen, damit ich jetzt wenigstens irgendwas machen kann? Da steht, er liegt bei Längengrad 28,75. Breitengrad 38,5. 38,5. Ich habe das gerade mal mitgeschrieben nebenbei. Längengrad 28,75. Also wenn hier 29 ist, dann ist hier 28. 28,75. Also ungefähr da. Und Breitengrad ist 38,5. Das heißt, es müsste da sein, aber... Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Wir müssen noch eine Koordinate finden. Das ist keine der 5 Koordinaten, die ich gefunden habe. Ach, das ist natürlich blöd, ne? Die können ja... Ich meine, der Zettel kann ja überall versteckt sein. Wobei ich jetzt davon ausgehe, dass er... Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Als nächstes sollte ich... Es gibt... Was war das? Lex? Was war das denn jetzt? Ist er jetzt abgehauen? Ist der vielleicht gar nicht auf unserer Seite? Ist das ein Geist, ein Böser? Hast du schon etwas herausgefunden? Könntest du mir vielleicht sagen, was genau ich machen soll? Ich habe versucht, unseren Kurs zu ändern. Wie zum Geier warst du gerade draußen im Gang? Wieso zum Geier warst du gerade draußen im Gang? Und wie bist du so schnell wieder hier gewesen? Was redest du da? Ich war die ganze Zeit hier. Meine Beine sind schwerer als Blei. Könntest du mir vielleicht nochmal sagen, was genau ich machen soll? Das Wichtigste ist jetzt herauszufinden, wo wir uns gerade befinden. Also sieh zu, dass du etwas zur Positionsbestimmung findest. Am besten einen Sextanten. Wenn du schon mal dabei bist, sieh mal nach, ob du unseren Kurs ändern kannst. Wie soll ich mit einem Sextanten unsere Position bestimmen? Du siehst durch das Fernrohr des Sextanten und peilst genau den Horizont an. Dann suchst du die Sonne, oder wohl eher den Mond. Und dann bewegst du den Schieber so lange, bis Mond und Horizont im Fernrohr auf einer Linie erscheinen. Wenn alles gut geht, sagst du mir die Gradzahl, auf die der Schieber zeigt. Und falls irgendwas schief läuft, sagst du mir das auch. Okay. Wie kann ich den Kurs ändern? Indem du das Steuer bewegst. Sofern sich nicht irgendwas im Ruder verfangen hat, sollte das ja kein großes Problem darstellen. Ich erledige das. Also hat sie jetzt echt irgendwelche Visionen? Ich komme da noch nicht so ganz mit klar. Und jetzt muss ich hier irgendwo noch den anderen Zettel finden. Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt wird. Und ich finde das bei solchen Sachen, wo man dann so viel suchen muss, immer ein bisschen nervig, wenn man den
Text nicht wegdrücken kann. Die Gitarre liegt schon lange hier. Die Feuchtigkeit hat ihr stark zugesetzt. Ja. Gut, dann müssen wir uns das jetzt leider alles nochmal anhören. Es tut mir wirklich sehr leid. Auf der Schatulle ist ein Schlüssel abgebildet. Aha. Auch wenn wir das schon hatten. Lieber kaue ich allein in meiner Kabine. Okay, das lassen wir. Der Besitzer war vielseitig interessiert. Ja. Romane, Flora und Fauna der Südsee, Musik. Das hatten wir auch schon 100 Mal. Dann haben wir noch zum 80. Mal den Kleiderschrank. Den gucke ich mir jetzt nicht an. Eine ausgestopfte Eidechse auf einem Ast. Da haben wir schon einen Zettel gefunden. Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt wird. Eine unheimliche Totemmaske, die von Wilden für Zeremonien benutzt wird. So, und das war's. Mehr gibt's hier nicht. Was ist das da oben? Das ist wieder von der Perspektive so richtig toll. Ja, Ein Setzkasten mit verschiedenen Schmetterlingsarten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Die Laken sind zwar alt und modrig, aber das Bett wurde sehr sorgfältig gemacht. Sie scheinen von Hand gemacht zu sein. Auf ihnen sind spielende Kinder zu sehen. Hier unten ist nichts mehr. Ich mache nochmal die Schublade auf. Nö. Hast du schon etwas herausgefunden? Nö. Könntest du mir vielleicht nochmal sagen, was genau ich machen soll? Nee, lieber nicht. Das Wichtigste ist jetzt herauszufinden, wo wir uns gerade... Also sieh zu, dass du etwas zu... Okay. Ich erledige das. Also... Moment. Wie sollen wir denn nach draußen gucken und warum fehlt uns eine Koordinate und warum nervt mich das eigentlich gerade hier so tierisch? Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt ja auch keine Möglichkeit, hier rauszukommen, weil das Boot blockiert die Tür und der Haken vom Kran ist nach unten gefallen. Das heißt, wir kommen ja hier nicht mal raus, um dieses blöde Ding irgendwo draußen zu benutzen. Den benutze ich besser mit den Sternen. Ja, toll. Schöne Kamerafahrt, aber bringt uns nicht wirklich weiter. Vielleicht habe ich das hier auch einfach nicht kapiert. Ich gucke es mir jetzt nochmal an. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Aber Mädchen, du kannst doch schon mal die 4 Koordinaten bestimmen. Wo ist das Problem? Tu es doch einfach. Ich guck mir jetzt, einfach mal den an. Da steht, erstanden bei Längengrad 27,25, Breitengrad 38,75. So, 38,75 ist hier und Längengrad ist 27,25. Könnte das hier sein? Ich habe eine Stadt gefunden. Ah Mensch, sag bloß, du tust schon was, Mädchen. Das ist ja schön. Okay, vielleicht klappt's doch noch. Da steht... Er liegt bei Längengrad 28,75, Breitengrad 38,5. Okay, 38,5 müsste ja da sein und 28,75 ist dann das hier. Ich habe eine Stadt gefunden. Ich habe nur gerade keinen Plan. Ja, ist egal. Da steht, geschossen bei Längengrad 26, Breitengrad 38. 26 und 38 haben wir hier. Ich habe eine Stadt gefunden. Und den letzten? Da steht, gefunden bei Längengrad 31, Breitengrad 39. Längengrad 31, Breitengrad 39. Ich habe eine Stadt gefunden. Super, jetzt hast du 4 Städte gefunden. Ja. Ja. Du hast 4 Städte gefunden. Vielleicht raff ich das auch gerade echt nicht, was ich hier tun muss. Aber... Ja, gut. Vielleicht kann ich jetzt nochmal eben dem Lex Bescheid sagen.
Und ihm sagen, ey, Alter, ich habe... Nein! Oh, bin ich doof. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Ja, nee, jetzt muss ich nämlich erst wieder zurück. So, mit Hilfe der Seekarte konnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Die muss nicht immer quatschen. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Das nervt mich gerade tierisch, dass die immer den gleichen Mist sagt. Also, wir haben da eine Stadt. Ich kann nicht mal lesen, was das heißt. Das ist Minte, Monte. Schreibt mal Minte Monte auf. Dann haben wir irgendwas de Pico. De Pico schreibe ich mal auf. Dann haben wir Praia irgendwas. Praia. Und wir haben... Boah, was heißt das? Pedro? Pedro Miguel oder was? Pedro... So. Dann gucke ich nochmal ins Buch. Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Ist gut jetzt, Alte. So, wir haben Monte. Okay. Wir haben irgendwas mit De Pico. Da ist nur Pico. Haben wir auch noch De Pico? Ne, wir haben nur Pico. Dann haben wir irgendwas mit Praia. Ach, da ist es mit De Pico, ne? Dann das hier nicht mehr. Achso, das können wir natürlich nicht rückgängig machen. Oh Gott, ist das dämlich gerade. Da ist das Praia-Dings. Dann fehlt uns noch dieses komische Pedro. Das ist da. Die 5 markierten Orte ergeben keine eindeutige Schifffahrtsroute. Ja, du Kanone, weil... Um in diesem Buch eine Schifffahrtsroute ausfindig zu machen, muss ich zuerst 5 Orte finden, die angesteuert werden sollen. Es nervt. Also, Monte. Dann bla 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 de Pico. Das hier. Dann Praia. Dann Pedro Miguel. Da haben wir schon mal 4. Ein 5. fehlt uns noch. Ich kann ja jetzt mal versuchen zu raten. Ich glaube, das wäre keine gute Idee, ne? Nee, ich glaube, das wäre echt keine gute Idee. Obwohl, ich könnte ja... Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe und wenn ich mir dann nochmal die Karte angucke, sagt sie wieder ihren Satz und oh Gott, bitte nicht. Mit Hilfe der Seekarte könnte ich die 5 Orte bestimmen, die ich für das Routenbuch brauche. Nur fehlen mir noch Hinweise auf die Koordinaten. Gut, ich wollte jetzt eigentlich gucken, ob wir da irgendeine Route erkennen können, aber hier sind ja überall noch Orte. Gut. Dann gehe ich jetzt doch nochmal zu Lex. Vielleicht kann der uns da irgendwie weiterhelfen. Ich weiß nicht, warum ich heute so genervt davon bin. Aber es ist doch nervig, oder? Es ist doch nervig, wenn man den Satz 20 Mal hört. Und nicht wegdrücken kann. Das ist nicht schön. Hast du schon etwas herausgefunden? Nein, nicht viel. Ich habe versucht, unseren Kurs zu ändern. Hat sie das? Ich habe versucht, unseren Kurs zu ändern. Aber das Steuerrad lässt sich kein Stück bewegen. Verdammt. Versuch trotzdem noch, unsere Position zu bestimmen. Sonst noch etwas? Ja, Alter, mir fehlt ein Zettel. Bis gleich. Toll.